Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren WLAMED Software Tutorial. Heute starten wir mit den kompletten Basics, das heißt, wie lade ich die Software runter, wenn ich sie noch gar nicht habe, wie lade ich Daten in die Software, die ich geschickt bekomme und wie kommen Reports, neue Reports, auch die zugeschickt wurden, auch in die Software rein. Und genau, das zeige ich euch jetzt einmal, das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann geht das bei der Noroxon-Seite, noroxon.com. In diesem Bereich findet ihr unter Support and Education den Bereich Downloads. Und hier werden immer die aktuellen Downloads bereitgestellt für euch. Das heißt, in dem Fall geht es um die Software, die Hauptsoftware MR3. Und hier gibt es jetzt drei Möglichkeiten. Wir haben jetzt die aktuellste Version der MR3 14 Version, die aktuellste Version der MR3 16 Version und jetzt ganz neu kam die MR3 18 raus. Das heißt, das ist auch interessant für diejenigen, die schon die MR3 16 installiert haben. Für das nächste Event nutzen wir die MR3 16 Version, das heißt, die lade ich jetzt einmal runter und führe euch so durch den kompletten Weg. Ihr seht, ihr kommt einmal in ein neues Fenster. Das lasse ich einmal komplett ausfüllen, beziehungsweise bei mir ist jetzt alles voreingestellt. Ne, mein Name, meine E-Mail-Adresse, die Organisation, von der ich bin, WLAMED GmbH, aus welchem Land ich komme und ob ich weiteren Support brauche. Das heißt, wenn es interessant für euch ist, könnt ihr hier bestimmt irgendwas anklicken. In dem Fall, nothing for now, reicht vollkommen. I accept the agreements, I'm not a robot. And the consent statement. Und dann kann es auch schon losgehen. Submit, perfekt. Beim ersten nicht genommen. Genau, und dann startet auch schon der Download. Den Teil werden wir wahrscheinlich ein bisschen schneiden, ein bisschen kürzen. So. Genau, der Download ist abgeschlossen. Das heißt, ich klicke einmal drauf, sage, möchten Sie zulassen, dass Veränderungen passieren? Ja, möchte ich. Die Sprache ist in dem Fall auf Deutsch. Dann führt uns der Assistent durch das Download-Menü. Weiter geht's. Ich habe eine aktuelle Sicherheitskopie gemacht. Weiter geht's. Und weiter, einfach durchklicken. Hier jetzt ist die Frage, wo das Ganze abgespeichert werden soll. Es lohnt sich oft, hier noch die Versionsnummer hinterzuschreiben. Das heißt, wir sind jetzt gerade in der 1696. Das heißt, das schreibe ich noch dahinter. Ansonsten kann das Ganze so bleiben. Und wenn das abgeschlossen ist, wird diese Software auch installiert. Das dürfte nicht zu lange dauern. Genau, der läuft schon durch. So. Dann war es das im Prinzip auch schon. Der Assistent fragt jetzt noch, welche Zusatzsoftware soll noch weiter installiert werden. Das heißt, wenn man aus anderen Modulen mit Druckmesssohlen von Medilogic oder mit der Ninox-Kamera noch Zusatzsoftware braucht, dann kann man die jetzt hier rein installieren. Die sind bei mir jetzt schon installiert. Ihr könnt die einfach mit installieren, verbrauchen nicht viel Platz. Und dann geht es auf Fertigstellen. Schauen wir mal. Dann sind wir hier auf dem Desktop. Das ist die aktuelle Software, die runtergeladen wurde. Auch die hier versehe ich nochmal mit einer Versionsnummer. Braucht ihr nicht unbedingt machen. Fortsetzen. Und dann ist es soweit. Ein kleiner Einschub. Ich konnte auch mit der 16er Version leider euch nicht das zeigen, was ich euch zeigen wollte, nämlich die 30 Tage freie Testversion. Weil ich habe schon eine MR3 16 Version hier installiert und dann fragt er direkt nach einer Lizenznummer. Dementsprechend habe ich mir jetzt schnell die 18er Version runtergeladen. Hier klicke ich einmal drauf und dann kommt genau das Bild, was dann mit jeder Version kommen würde, die ganz neu auf dem PC geladen wird. Nämlich, dass ihr
15 Mal, nicht 14 Mal. Ich habe es gerade schon einmal geöffnet. Innerhalb von 30 Tagen MR3 frei, kostenlos testen könnt. Diejenigen, die quasi schon eine Lizenz haben, die die Software gekauft haben, die würden jetzt hier auf Aktivieren klicken und auf die Lizenz und die Lizenz eingeben. Alle, die die Software nicht haben, klicken hier einmal auf Start und dann öffnet sich die Software zum ersten Mal. Und ab jetzt geht es im Video dann mit der MR3 16er Version wieder weiter. Zack. So, und damit sind wir dann quasi schon in der Software und der Download ist fertig. Die Software hat jetzt ein paar Demo-Daten schon drin und hier so ein paar Vorkonfigurationen. Wie die Software aufgebaut ist und was ihr damit machen könnt, könnt ihr in anderen Tutorials sehen oder in anderen Schulungen sehen. In dem Fall geht es jetzt noch darum, die Datenbank mit zugeschickten Demo-Daten zu füllen. Das heißt, in der Datenbank haben wir jetzt schon ein Projekt angelegt und eine Demo-Person ist angelegt mit zwei Messungen. Wenn wir Daten zugeschickt bekommen haben, dann finden wir die oder können wir die über Importieren in den Tools. Falls die nicht geöffnet sind, dann geht das über diesen Button. Einfach importieren, von einem externen Ort importieren, der erste. Und ich habe jetzt hier auf dem Desktop eine solche Datei, Noraxon MR3 Data, so sehen die Daten immer aus. Die einmal nur auswählen, nicht weiterklicken. Weiterklicken würde so aussehen, dann sind da Projekte oder Reports drin. Einfach nur die auswählen und den Ordner auswählen. Und dann ist jetzt in dem Fall ein weiterer Demo-Datensatz dabei. Wenn hier mehr kommen, dann gerne alle anklicken und einfach auf OK klicken. Und das war's auch schon. Neben dem Projekt 1, was wir vorher schon hatten, haben wir jetzt ein Projekt Demo-Aufnahmen. Hier ist dann eine weitere Person und eine Messung drin. Ich öffne die Messung mal direkt. Genau, wie ihr seht, die Messung, die Tools blende ich mal aus, besteht aus einer 3D-Bewegungsanalyse, zwei Videokameras und was haben wir hier noch drin? Druckdaten. Die verstecken sich wahrscheinlich hier oben, ne? Genau. Gut, um diese Messung jetzt vernünftig auswerten zu können, brauchen wir einen speziellen Report. Das heißt, in der Standardsoftware, so wie sie kommt, sind je nachdem, welche Module mit dabei sind, sind hier verschiedene Modulbereiche, wo dann schon Standardreports mitgeliefert werden. Hier unter MyoPressure, also von der Druckmessplatte in dem Laufband, sind auch schon ein paar Gangreports. Aber ich möchte einen anderen Gangreport importieren. Das heißt, in diesem Report-Auswahlfenster klicke ich jetzt auch auf Exportieren, auf Importieren und auf von einem externen Ort importieren und mache genau dasselbe. Das heißt, ich gehe auf den Desktop, suche mir den Ordnerpfad, der Noraxon MR3 Data heißt, und wähle diesen aus. Und hier habe ich jetzt einen Report drin. Wie gesagt, selbe wie gerade. Wenn hier mehr als ein Report drin ist, dann gerne alle auswählen und dann wieder auf OK klicken. Ein Report wurde importiert. Okay. Eventuell öffnet sich dann ein weiterer Reiter. In dem Fall ist das die Ganganalyse. Da wurde der Report dann abgelegt. Und hier ist dann auch der neue importierte Report zu finden. Da klicke ich einmal drauf. Das ist ein Gangreport, der arbeitet zusammen mit der Druckmessplatte. Das heißt, die Stand- und Spielbeinphasen sind automatisch detektiert. Dementsprechend kann es auch weitergehen, weiter. Und der Report wird geladen. Eventuell, dieser Gangreport beruft sich immer auf individuelle Videobilder. Das heißt, der Gangreport, dazu hatten wir auch schon ein Video gemacht, wie das Ganze inhaltlich aussieht. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz technisch, falls es so aussehen sollte wie hier bei mir und jetzt nur in einem Bereich Bilder geladen sind oder in gar keinem Bereich auf der ersten Seite Bilder geladen sind.
dann liegt das daran, dass der Report nicht weiß, wie die Kamera heißt von dem Demo-Datensatz, den ich euch mitgeschickt habe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwo in den Report hinklicke, seht ihr, dass das Feld umrandet wird, welches gerade angeklickt ist. Ihr klickt einmal auf den Namen von dem Bereich, wo das Bild erscheinen soll, also hier dieser kleine Frame, in dem Fall steht da Initial Contact, klickt, wenn ihr das seht, dass nur das ausgewählt ist, klickt ihr da einmal doppelt und dann seht ihr die Einstellungen von diesem Element des Reports, in dem Fall ein Point of Interest Report, das heißt der Initial Contact ist beim Event 2% der Standbeinphase gewählt und es gibt hier noch Parameter und Statistiken, die mit reingewählt werden können. Und es gibt einen Ausgabereiter, in dem festgelegt wird, wie das Ganze aussehen soll, aber vor allem, welche Kamera ausgewählt werden soll. Das heißt, in dem Fall ist es jetzt die laterale Kamera. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann erscheint hier auch das Bild. Das heißt, das muss dann einmal speziell bei diesem, aber bei allen Reports, wo kein Bild erscheint, wo es erscheinen soll oder so ein weißer Bereich ist, doppelklicken auf den Namen, auf Ausgabe, laterale Kamera oder halt die Kamera, die das jeweilige Bild zeigen soll. Und dann hole ich mir schnell alle Bilder rein. Genau. Damit ist die Videoanalyse fertig. Der Gun-Report ist dann auf der zweiten Seite in dem Fall mit den ganzen Druckmessdaten bestückt. Und auch hier ist ein weißer Bereich, wie ihr seht. Um den zu füllen, das ist ein ähnliches Ding wie bei den Videobildern, geht es einmal über den Umweg Tools, Report bearbeiten, runterscrollen. Und dieser Bereich Report bearbeiten wird normalerweise nicht benutzt, außer hier ist überhaupt nichts anzuklicken und es wird kein Bild kreiert, wie ihr jetzt hier seht. Dann auch hier reinklicken, Doppelklick und in dem Fall fragt er, welche Signale sollen analysiert werden. Und es ist in dem Fall die Force, die Kraft, die Bodenreaktionskraft. Manchmal wird lieber der maximale Druck analysiert, manchmal lieber die maximale Kraft. Das könnt ihr euch aussuchen, welcher Wert euch als sinnvoller erscheint. Und wenn das geschehen ist, auch hier einfach auf OK und jetzt ist der Report auch vollständig. Das heißt, wir haben alle Videobilder, wir haben alle Druckdaten und dahinter würden jetzt noch nach einem Bild von den Gangphasen würden noch die Bilder, die Daten, die noch weiter aufgenommen wurden, hintereinander kommen. Genau, und das war's. Kann zurück in den Homescreen gehen, sobald es jetzt auf OK geklickt wird, alle Einstellungen speichern, ja. Muss man das auch nur einmal machen, Änderung der Messung speichern, ja, will ich auch. Und gut, das war's. Ich hoffe, ihr kamt mit. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Ausprobieren.